Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 27 von Zombie. Präsentiert von Celine, aka Queen Nerdita. Es bimmelt, es bumst. Und ich habe den Zahlencode vergessen. Oh, es darf nicht wahr sein. Es ist traurig. 6 irgendwas war es. Aber 6 irgendwas bringt einen nicht weiter. 6513, alles klar? 6513, wir öffnen die Tür. 6513. Viele Sachen zu mitnehmen und keinen Platz. Machen wir zu. Und ich scanne mal eben. Ich bin zu nah dran zum Scannen wahrscheinlich. Oh, war das eine Verarsche? Ach, da ist nur die Streuungsaufwertung drin. Okay. Ja, okay. Sagen wir es mal so. Es war jetzt auch nicht das schwierigste Rätsel der Welt. Deswegen soll uns das recht sein. Wo muss ich hin zur Hölle? Ich muss weiter nach rechts. Es hat doch gerade noch gebimmelt und jetzt bimmelt es. Ja, jetzt bimmelt es wieder. Wo? Zweimal. Okay. Das kann ich schieben, okay. Machen wir mal das hier eben. God save our gracious queen. Open the door. Where am I now? Oh, ich wollte den Kasten da nehmen. Ich dachte, das triggert jetzt was, weil der da so weirdesten stand. Tür geöffnet. Ey, wohin? Ich gehe mal da durch. Kuh. Keine Ahnung, ob ich da näher... Ach, du Scheiße. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, wo ich hin muss. Es tut mir so leid. Für diejenigen, die es zum ersten Mal... Was? Nicht euer Ernst, ne? Oh. Safe House! Ab ins Safe House! Wir müssen mal eben ins Safe House. Oh, ich scanne mal eben. Einfach nur eine Tür, okay. Oh, wow! Wow! Ah, jetzt haben wir ja doch nochmal die Möglichkeit, uns leer zu machen, dann quasi. Ich trau dem Scheiß hier nicht. Oh, Shizzle McDizzle. Bitte, bitte. Okay, hier ist keiner. Irgendwann, ich weiß das nicht mehr. Ich habe das in Erinnerung, dass da unten mal irgendwann einer wartet. Aber das kann auch totale Paranoia einfach sein, dass ich das mal geträumt habe. Wo bin ich jetzt? St. George's Church. Oh, wir haben schon ziemlich viel auf der Karte am Start, ne? Unser Problem ist jetzt. Mein Problem ist jetzt. Dass ich total voll bin, auch im Safehouse in diesem komischen, in unserer Storage Chisel hier. Was soll da raus, was soll da rein? They can smell normal people coming. And I bet to those bastards we smell like the best rare steak you ever had. Ich soll nicht so viel mitnehmen. Und... Okay, Moment mal. Ich muss es anders machen.
Ich lasse hier. Ich muss erstmal das wegwerfen. Das wegwerfen. So. Dann muss ich was aus dem... Ich nehme ein paar Flares und ein paar Molotovs mit. Weil... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schalalala. Das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig, muss ich sagen. Ich nehme hier nochmal eine Flare mit. Ich nehme noch einen Molotov mit. Oh, wir haben ohne Ende. Ich nehme noch einen Flare mit. Noch einen Molotov. Kann ich nicht. Bitches. Okay. Dann packen wir hier rein. Ich packe meinen Antikoffer. Ich packe ihn quasi aus. Wir nehmen hier beide mit. Was soll der Mist? So. Wir packen weg. Wir packen die normale. Wieso kann ich das nicht in den Container packen? Ist der Container voll? Nee. Bitte? Weil das unsere erste Waffe ist, oder was? Ja, Tatsache, die kann ich auch nicht wegtun. Okay, dann tun wir die in den Container. Dann tun wir das in den Container. Obwohl, na, die können wir mitnehmen. Wer weiß, was uns da auf dem Weg plündern. Okay, Rucksack. Boah, wir sind voll bis unters Dach, meine Lieben, echt. Dann kommt, ich lasse das da drin. Ich lasse das da drin. Jetzt ist aber der Container wieder voll, ne? Oh, es ist einfach nur bitter. Guck mal, wir haben noch so viele Molotow. Wir haben noch genug. Ich nehme die mit. Ich nehme das mit. Und ich schließe das hier. So, weil das möchte ich ungern wegwerfen. Okay, dann tun wir hier Rucksack. Sorry, wenn das jetzt so lange dauert, aber tun wir das noch in den Rucksack? Moment, dann tun wir... Und das noch in den Rucksack. Und dann nehmen wir das noch mit. Wie viel haben wir denn jetzt mit? Wir haben jetzt ohne Ende mit, ne? Wir haben ganz viele Flares. Wir haben... Ich soll so leer wie möglich losgehen. Das war die Ansage. Ich würde ungern unseren Dingens verlieren hier. Ist noch Platz im Container? Oh, Motherfucker. Dann nehme ich hier noch ein Dingens mit und mache den Rucksack auf und packe... Ja, die Karabinermunition brauche ich dann auch nicht. Jetzt habe ich hier noch zwei. Ich mache nochmal den Container auf. Ob der das auch richtig gestackt hat? Manchmal stackt der das ja nicht richtig. Hat er. Ja, egal. Ich muss es jetzt so lassen. Wir müssen jetzt jede Menge Molotovs und Flares verbrauchen. Dann packen wir das auf die 1 und dann packen wir Molotov auf die 4. 1, 4, das auf die 2 und genau, so ein Ding wie immer auf die 3. 1, 4, kann ich mir eh nie merken. Unser Baseballschläger muss auf die 2. Und, was für Waffen habe ich dabei? Ja, wir machen nach der nächsten Runde, verbessern wir mal irgendwas. Wir haben noch jede Menge Zeugs. Wir speichern mal ganz kurz. Ich hoffe, das ist alles so eine gute Idee, du. Ich weiß jetzt auch wieder, was kommt. Mir ist es gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, warum er gesagt hat, lass alles hier. Ich werde es euch nicht spoilern, aber macht euch darauf gefasst, dass wir unter Umständen sterben werden. Das sage ich immer, ne? Vielleicht findet ihr es auch total doof, wenn ich das so sage. Aber es ist eine sehr beknackte Scheißschüssel, der da kommt. Man kann es nicht anders sagen. Oh, schön dunkel. Danke dafür. So, ab, hoch und da, wo lustig Weihnachten angesagt war, weil Blinky Blinky tausendfach. Jetzt muss ich ja in diesen Gulli wieder zurück, na, oder nicht Gulli, Quatsch, Schacht. Das finde ich sehr uncool. Sehr uncool. St. George's Yard, Katakomben. Und da hat ja auch gerade irgendwas rumgekloppt, ne?
erschrecke ich mich da. Okay, hier geht's da. Ich muss mal eben hier nochmal lang. Oh, sorry, Lady. Bitte steh nicht auf. Kommt hier noch was? Oh, ich höre hier so ein... Scheiße. Warte. Fuck, 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 fuck. Ausrüsten. Ich höre hier so einen Explosionsarsch. Wo ist der? Hört ihr den? Da. Ja, ich lade da mal nach, ne? Wir haben ja... Gibt's hier denn noch was für mich? Oder war das jetzt einfach nur... leer? Leer? Das war jetzt einfach unnütz, oder was? Dass ich hier drin war. Oh, was ist das denn? Sehe ich hier was? Ich kann ja nicht springen. Schade. Ich gucke jetzt hier auch so. Kann ich irgendwo sehen? Nee. Kann ich was wegsprengen? Bringt mir das was? Oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, was, wie, wo. Soll ich hier was wegspringen? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Alter. Was bringt das hier? Eigentlich... out of order. Brauche ich ja das... Fuck. Jetzt aber eilig. Oh Gott, ich bin echt aufgeregt hier. Hier ist noch eine Aufwertung. Ah, ich muss ja eigentlich mit dem Sprengstoff haushalten, weil wir noch einige für dies Briefe brauchen. Wo geht's hier? Nirgendwo hin. Okay, das war jetzt nur wegen dieser. Okay, vielleicht ist hier noch was. Nee. Ich habe was am Schuh hängen. Ja. Ist hier noch was im Klo? Nö. Wo biebt es? Bitte? Bitte, wo? Da hinten. Okay. Naja, ich meine, eigentlich war es der da schon richtig, ne? Nee. Ich gehe jetzt wieder zurück. Das war jetzt einfach nur eine Streuungsaufwertung. Alles klar. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt, wo ich lang muss. Nee. Da kam ich raus, ne? Reinkriechen. Okay. Ein Glück glitscht es weg. Sonst wäre ich hier nicht mehr durchgekommen. Wo war die Lady? Hier. Okay, hier geht's weiter. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier ist, glaube ich... Oh, Gladenstoß? Ja, okay. Sie stehen alle auf. Kommt hierher. Ja, jetzt schlage ich die natürlich alle runter. Kann ich hier wieder hoch? Nee. Okay. Wir scannen mal eben. Wow. Leer, leer, leer. Alle meine Zombies. Leer, leer, leer. Oh. Ich möchte mal gucken, was so in der Wand am Start ist. Oh, Schirzel. Okay, wie muss ich denn jetzt hier nochmal gehen? Virozid ist, haben wir aber wieder voll, ne? Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, meine Lieben. Da unten ist noch...
Oh Gott, das macht mich etwas nervös hier. Scheiße. Okay. Okay. Sind jetzt beide hier unten gelandet? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Muss ich jetzt auch? Alter. Das macht mich sehr nervös hier. Vor allen Dingen hängen die gleich alle da unten. Wenn ich dann da runterfalle, dann war es das mit mir. Oh, sie kann aber in der Luft laufen. Jawohl. Ich weiß nicht mehr. Ey, meine Hände sind nass geschwitzt. Wahnsinn. Wo es jetzt hier lang geht. Ich möchte nicht darunter, glaube ich. Nein. Ich glaube, ich kann aber darunter fallen. Ich weiß nicht, ob ich eine Flare und eine Molotow werfen soll. Ja, ich glaube, ich mache das mal. Wir haben so viele mitgenommen. 1 und 4. Ich mache es einfach mal. Ich weiß es nicht mehr. Ob das überhaupt im Wasser funktioniert. Nö. Ja. Okay. Weißt du? Immer physisch absoluter Albtraum in allen Spielen, aber sowas ist dann nach den Regeln der Physik. Weißt du was? Ihr mich auch. Ich möchte diese Dinger hier weg haben. Und dabei am besten nicht runterfallen. So. Ach. Okay, eine Flare haben wir verschwendet. Verschwendet. Muss ich da lang, muss ich hier lang? Man weiß es nicht genau. Oh mein Gott. Leer. Karabiner habe ich nicht dabei. Stimmt, ich brauche irgendwas mit Weitschuss. Oh, scheiße. Nee, so weit treffe ich eh nicht. Alright, dann muss das mal auf die 1. Mal eben die Lampe ausmachen. Lebt der jetzt noch oder ist der tot? Ach, da ist noch einer. Ja, ich versuche mal näher dran zu gehen. Oh Gott, da unten ist hier Halligalli. Zombie-Halligalli. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Tierfleisch. Was ist denn da? Da ist auch noch ein Zombie. Ich glaube, dir geht's gut, wa? Ah, da ist noch Munition. Nee, hör mal auf dich so hier, so. Egal, ich glaube, ich muss mal näher dran. Oh Gott. Alter. Das ist mir echt zu viel Stress. Läuft hier einer mir entgegen? Oh, fuck. Aber wenn der hochspuckt, dann kann er mich da runterrotzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn nicht, dass hier gleich einer von hinten kommt oder so. Jetzt sehe ich diesen Kotz-Zombie nicht mehr. Oh, das ist nicht cool, ey. Das ist ein normaler. Ja, Leute. Ja.
Okay. Okay, okay, okay. Alter. Okay, da komme ich nicht hin, oder? Zu der Muni. Nee, wenn ich die Muni hole, komme ich da nicht mehr weg. Also, das ist, glaube ich, fake. Ja, geil. Das lässt mich auch hier voll konzentriert meines Weges gehen hier, wenn die da unten rumschreien, wie blöd. Alter. Oh, meine Güte, ne. Bin ich hier gestresst, ey. Was habe ich denn jetzt noch an Schuss? Jetzt habe ich nichts mitgenommen und jetzt habe ich nur 9 Schuss. Machen wir das mal auf die 1. Okay. Ich glaube, die kann ich links liegen lassen. Das ist jetzt so eine gute Idee, weil ich wirklich gar nichts mitgenommen habe. Das bleibt wirklich... Das wage ich zu bezweifeln. Oh, fuck. Scheiße. Ausrüsten. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh! Leute, das habe ich doch nicht verdient, oder? Jetzt mal im Ernst. Ist die Lampe an? Ist sie aus? Sie ist an. Lass es an. Großer Erste-Hilfe-Kasten. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Den nehmen wir mal mit. Ich meine, wir haben jetzt Platz. Scannen wir nochmal. Waren beide leer, ne? Der eine ist ja nicht mehr existent. Der hat sich ja, oder ich habe ihn ja, ins Jenseits befördert. Wo klingelt es denn noch? Hinter mir. Wieso macht das hier so komische Geräusche? Hört ihr das? Es wird hier so eine Maus. Oh mein Gott, weg hier. Wie viel Schuss habe ich denn jetzt noch? Ich glaube, jetzt komme ich aber langsam echt in die Bedulie. 8 Schuss. Sonst habe ich nichts, was schießt. Albtraum. Erstmal hier ein bisschen auflaufen. Oh, guck mal. Kann sich Daisy gar nicht mehr drüber freuen, ey. Verstehe ich gar nicht. Puh. Das ist ganz nah hinter mir, aber... Ich muss nochmal eben gucken. Sorry. Habe ich jetzt 1? Das habe ich auf der 1. Das habe ich immer noch auf der 4. Jetzt werden wir echt ein bisschen von unserem Zeug los. Das habe ich noch weiterhin auf der 3. Ich überlege, ob ich das jetzt nehmen soll. Komm. Wir nehmen es jetzt. Wir packen Neues auf die 3. Ey, was soll das denn? Wir müssen. Packen wir das auf die 3 wieder. So, dann haben wir es jetzt. Oh, wow. Höre ich immer schon wieder so einen Taucherzombie? Hier hoch. Ich höre hier noch einen. Ach, das ist der, den ich vorhin umgeschmiert habe, ne? Oh. Wo können wir denn jetzt nochmal hin? Ach, wir könnten jetzt nochmal speichern gehen, meine Lieben. Sollen wir das mal eben machen? Ging das hier lang dann? Ja. Wir speichern nochmal eben. Oder? Ne, wo kam ich denn dann da rein? Da. Ich mach das jetzt mal eben. Weil wir haben jetzt dann doch noch einiges erledigt. Oh, fuck. Wenn das mal kein Fehler war, du. Wir haben jetzt diese ganzen Katakomben-Geschissels. Oh, hier könnte aber einer reingelaufen sein, ne? Oh, fuck. Sag mir nicht, dass die hier unten sind.
Alter. So, nochmal ins Safehouse. Wow! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, brauche ich noch was zum Schießen? Ich weiß nicht, wann das kommt. Es kommt was Schreckliches, aber ich weiß nicht, wann. Oh, wir speichern. Naja, wir speichern definitiv nochmal. Ich habe keine Lust, diese ganzen, wenn ich jetzt sterbe, diese ganzen Katakomben-Schissel nochmal zu machen. So, meine Lieben, ich mache hier aber, glaube ich, mal einen Cut. Ich hoffe, ich bin schon, wenn nicht, dann schneide ich noch was dran. Ich glaube, ich muss mir einfach mal merken, wenn ich auf die Uhr gucke, was ich dort sehe auf der Uhr. Obwohl, ich glaube, ein bisschen können wir noch. Ja, wir laufen noch mal wieder zurück gemeinsam. Oh, ist es sehr, sehr stressig, meine Lieben. Ich habe jetzt weiterhin nichts für Schuss mitgenommen. Werden wir da hinkommen, wo ich weiß, dass wir hinkommen, aber ich weiß nicht genau, wann wir da hinkommen. Dann werdet ihr sehen. Boah, dass das hier gerade so geblinkt hat, hier wie Las Vegas, überall Zombies waren, das gefiel mir gar nicht. Es könnten aber die gewesen sein, die alle unten in den Katakomben halt waren. Was ich wirklich sehr hoffe. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich langgekrochen bin, geilerweise. Ich glaube hier. Ich hoffe hier. Ja, ich glaube schon. Wer baut die denn da immer wieder auf, Mensch? Bin ich falsch? Okay. So, aber hier mache ich jetzt dann doch einen Cut. Doch, ich glaube. Okay, alles klar. Bevor ich hier. Ach, hier habe ich vorhin durchgeguckt, oder? Das war doch das Loch, wo ich durchgeguckt habe, meine ich. So, jetzt mache ich hier aber wirklich einen Cut. Ich hoffe nicht. Oh, wo geht's denn hier noch hin? Ach so. Ach so. Alles klar, ja, hier kommen wir ja her. So, meine Lieben. Ah. Die nächste Folge könnte unter Umständen sehr actionreich werden. Ich danke euch aber ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Falls sie kurz war, obwohl eigentlich, nee, dann bleibt diese Folge, glaube ich, kurz, weil das, was als nächstes passiert, muss in eine neue Folge rein oder in mehrere oder in Tausende. Ja, euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.